ist denn die Rubinklinge? Wow, gar nicht so cool, uncool. Gar nicht schlecht. Schlecht. Sag mal. Kluges Kerlchen. Ganz ruhig. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt, wo ich nicht Lehrling von Bosper bin, mit Bosper red? Nur zeig mir deine Ware. Mehr will er nicht mehr mit uns reden. Tja, aber ich glaube, das ist eindeutig ein beschissener Job, dieser Job von Harad. Ich meine, cool, danke, ich darf bei dir an einem Bett pennen. Hä, und wo bist du? Ach, du pennst da drüben, oder wie? Pennt Brian dann auch hier? Das ist auch ein ziemlich großes Haus. Ich war noch nie drin. Da bist du ja wieder. Ja, ja, da bist du ja wieder. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut, gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. 700 Gold? Okay, es ist zwar verdammt viel, aber ich muss auch verdammt viel lernen und... Ja, okay, es ist echt wow, es ist verdammt viel, aber es ist sinnlos. Außerdem, wo kriege ich jetzt wieder einen neuen Rohstall her, bitte? Das ist so dumm. Okay, ich darf zwar bei dir wohnen, aber ja, cool. Was macht Brian jetzt eigentlich den ganzen Tag? Wartet mal, ich penne mal bis mittags und schau dann, was Brian macht. Das interessiert mich jetzt irgendwie. Ich bin hier voll gespannt. Einfach bis Mittag pennen. Und da der jetzt nicht mehr Schmied, Lehrling bei Harad ist. Oh, er steht immer noch hier rum und macht irgendeinen Scheiß. Nein, du kannst mir keine Schmiederohlinge verkaufen. Deshalb ist es ja auch sinnlos. Der Job ist total sinnlos. Vor allem, ich frag mich halt, wenn ich echt nur normale Schwerter genommen hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich kaum Geld davon kriegen. Ich meine, wahrscheinlich immer 100 mehr pro Schwert. Ich habe gerade 700 gekriegt, ne? 400 wahrscheinlich für dieses... für diese beste Waffe und 300 für das edle Langschwert. Also für jedes 100 weniger. Beziehungsweise 100 mehr. So, jetzt tun wir mal so, als wollen wir hier arbeiten. Klar. Ja, Meister. Na gut. Ich hoffe, ich werde diese Entscheidung nicht bereuen. Ab sofort darfst du dich als mein Lehrling betrachten. Toll, ich bin Alchemisten, Kaspar. Was sind meine Aufgaben? Mir ist klar, dass ich von einem jungen Mann nicht erwarten kann, den ganzen Tag bei mir in der Stube zu verbringen. Du wirst mir von Zeit zu Zeit die Pflanzen bringen, die ich brauche. Dafür unterweise ich dich in der Kunst der Alchemie. Die Flaschen kannst du bei mir kaufen. Die Zutaten wirst du dir zum größten Teil selbst besorgen müssen. Und ich erwarte von dir, dass du dich als Bürger der Stadt ordentlich aufführst. Ja, Papa, Opa, was auch immer. Welche Pflanzen soll ich bringen? Ich werde dir alles abkaufen, was du mir bringst. Ich zahle dir dafür den üblichen Preis. Für Pilze allerdings werde ich dir einen besonderen Preis zahlen. Du hast ja eine Macke hier. Ich brauch doch selber so Zeug. Oh, toller Job irgendwie, aber Moment, besonderes Heiland. Hier, besonderes Pilze zu einem besonders guten Preis. Da bist du ja wieder. Da bist du ja wieder. Unterrichte mich in der Kunst der Alchemie. Gut, zuerst einmal die Grundlagen. Jeder Trank wird aus Pflanzen gemacht, denn sie besitzen die unterschiedlichsten Kräfte. Sie tun nichts anderes, als mit all ihrer Kraft zu wachsen. Und diese Kraft zu verändern, ist die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch brauchst du eine Laborflasche. Aha. Du musst die richtige Rezeptur kennen und die entsprechenden Zutaten haben. Es gibt eine Reihe von Rezepturen, die ich dir beibringen kann. Tränke, die dir verlorene Kräfte zurückgeben und sogar solche, die deine Kräfte permanent verändern. Du kannst nicht alles auf einmal lernen. Also wähle mit Bedacht, welches Wissen du dir aneignen willst. Gut, okay. Was hat der mir jetzt hier erklärt? Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Elixier der Stärke, Mana Essenz, Essenz der Heilung.
Du wolltest Pilze. Warum sind dir die Dinger so wichtig? Du bist zwar mein Lehrling, aber alles werde ich dir nicht verraten. Du Arsch. Na gut. Ich habe hier ein paar Dunkelpilze. Ah, das sind die besten. Auch die einzigen, die ich kenne. Hier hast du dein Gold. Wie er sich freut. Und hier sind noch ein paar von den anderen. Die sind zwar nicht so gut wie Dunkelpilze, aber ich werde sie trotzdem nehmen. Was denn für welche? Butlerfleisch. Sind zwar nicht so gut, aber gibt mir halt 30 Gold für einen und bei Dunkelpilzen nur 10 Gold. Okay, das ist ja total sinnlos. Der Job ist ja total sinnlos. Ich meine, was muss ich denn da machen? Ihm Pilze bringen? Ich brauche die selber. Mann, ich habe auch Hunger. Und so. Also Konstantinos Job ist total bekloppt. Ich dachte eigentlich, ich müsste da Tränke brauen und die ihm verkaufen. Gut, das war auch sinnlos. Natürlich ist es nicht so. Ja, auf jeden Fall, ich werde später auf jeden Fall noch schmieden lernen müssen. Also müssen nicht, aber als Drachenjäger musst du selber schmieden können, sonst kannst du das Spiel nicht beenden. Ich wollte dich nicht wecken, entschuldige Harald. Du hast hier nichts zu suchen. Entschuldigung. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, okay. Ich kann später auch schmieden bei jemand anderem lernen, dazu brauche ich diesen Harald Kasper nicht. Und genauso Konstantino, ich kann auch von dem anderen Alchemisten was lernen. Beziehungsweise ich kann ja von Ignaz lernen. Huch. Ja, ich kann ja von Ignaz lernen. Wieso springe ich ja eigentlich doof rum? Und zwar, und wenn Ignaz mir alles beigebracht hat, was er mir beibringen kann, dann schickt er mich auch zu Konstantino, wenn ich mich nicht irre, und dann kann ich auch bei Konstantino lernen. Der einzige Sinn, den Konstantino hat, ist, dass er mir für Pilze Gold gibt. Er redet einfach zu viel. Und, ja. Was ich bei Harald machen kann, das ist eine gute Frage, weil wenn ich irgendwann keine Rohling mehr habe, habe ich ein Problem. So, hat hier irgendjemand einen Herd frei? Das gibt's ja nicht. Hier gibt's keinen Herd, den ich benutzen kann. Na gut, ich habe schon noch ein paar gebratene Fleisch, also ist noch nicht so nötig, aber ich will irgendwann mein rohes Fleisch verarbeiten. Gott, regt mich das auf, dass die da hinten alle rumquatschen. Ich renne jetzt hier rum, mach alles platt. Cool. Aufhören! Sofort! Oh Gott, ein Kampf! Komm her. Au. Ich nie wieder mit mir an. Toll, jetzt redet die, als ob sie mich geschlagen hätte. Na okay, ich werde jetzt hier, wie ich schon geplant, einen Cut machen und beim nächsten Mal machen wir uns auf zur Taverne und zu Onas Hof und so. Also sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.